Morgen. Willkommen zum heutigen Umbrella-Webinar. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Heute gibt es zum Thema Cisco Umbrella und AMP4-Endpunkte. Thomas Bier wird Ihnen alles dazu erklären, wie Sie mit Umbrella und AMP Bedrohungen erkennen, auf sie reagieren und auch verhindern. Es gibt wie immer ein paar Punkte zu bemerken. In der Q&A-Box können Sie Ihre Fragen stellen, die wir dann am Ende auch beantworten. Thomas ist heute zu alleine, deswegen muss er bis zum Ende der Präsentation warten, um die Fragen zu beantworten. Also wenn Sie besonders technische Fragen haben, wird es ein bisschen dauern. Am Ende gibt es dann auch wieder das Post-Event-Survey. Also wir würden uns freuen, wenn Sie uns hier Feedback geben. Es kommt zuerst eine Seite auf, wo steht, dass Sie zu einer weiteren Seite navigiert werden. Und wenn Sie dann einfach weiter auf Weiter klicken, dann erreichen Sie auch das Survey. Das ist ein bisschen kompliziert leider. Können wir aber nicht ändern. Würden uns sehr freuen, wenn wir, wie gesagt, Feedback bekommen. Und damit leite ich dann gleich an Thomas weiter. Ja, vielen Dank, Marie, für die Einleitung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Bier. Ich bin bei Cisco für Cloud Security verantwortlich. Ich bin dort als Sales Specialist und freue mich heute mit Ihnen über das Thema Bedrohung erkennen, reagieren und verhindern sprechen zu dürfen und Ihnen vorzustellen, wie denn so eine integrierte Sicherheit aussieht. Ich meine, in der Vergangenheit haben wir immer Best-of-Breed-Ansätze darüber gesprochen, tolle Produkte genutzt für jedes Problem, was wir hatten. Aber wir stellen einfach fest, da kommen wir an unsere Grenzen. Und jetzt müssen wir einfach mal feststellen, wie kriegen wir das denn unter einen Hut? Mit all diesen verschiedenen Tools ist da nicht der integrierte Ansatz, das Miteinander, was ich heute auch ein bisschen hier Ihnen näher bringen möchte, zu zeigen, ob das nicht für uns besser hilft. Wenn wir uns das mal anschauen, Schätzungen zufolge, dann ist es noch immer so, dass 70% der Vorfälle eigentlich auf den Endgeräten passieren. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum das so ist. Und das beginnt einfach darüber, dass wir Lücken in der Absicherung haben. Wir haben Geräte dabei, die wir heute gar nicht so beherrschen oder noch nicht richtig. Wir haben in der Vergangenheit sehr stark unsere Laptops abgesichert. Nun kommen aber so Smartphones dazu, mobile Tablets und wie sie alle heißen. Und die führen eben dazu, dass man eben sehen muss, wie man die auch absichert. Und nicht überall gibt es die Produkte für, nicht überall klappt das. Und da muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht. Der wichtige zweite Fehler, Punkt ist natürlich, unser Benutzer, ja, machen wir uns nichts vor, ich bezeichne ihn immer gerne als Layer 8. Ja, Problem sitzt also zwischen Tastatur und Stuhl. Da müssen wir berücksichtigen, dass da Dinge natürlich auch aus Unkenntnis einfach passieren oder nicht dran gedacht wird, da Dinge anzuklicken, zu tun und zu machen. Und da muss man eben sehen, wie kann man solche Fehler abfedern, wie kann man das machen, dass es eben, ja, obwohl es eben passiert, dann zu wenigen Schäden kommt oder vielleicht sogar keinem. Und das nächste ganz wichtiger Punkt ist, bei allem, wir wissen, Attacken passieren, wir werden attackiert, wir werden auch wahrscheinlich erfolgreich attackiert, aber wir müssen es irgendwann erkennen, dass es so ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, die Visibilität darzustellen, damit man eben eine gewisse Transparenz bekommt. Und da ist es ganz wichtig, dass eben diese Produkte zusammenarbeiten, dass sie sich ergänzen und dass sie natürlich damit ihren Sicherheitsstatus erhöhen und damit zu einer sicheren Umgebung führen, wo sie dann eben mit der IT, mit dem Internet, mit den Applikationen, die sie brauchen, eben nutzen können. Und ja, wenn man sich da mal einer Umfrage nach anschaut, was so als Antworten gekommen sind, was eben aufgrund der veränderten Arbeitsweise in der IT passiert, dann muss man eben sehen, es verlagert sich viel, viel, viel mehr in die Cloud. Und es ist egal, ob es Software as a Service ist oder Infrastructure as a Service oder Plattform as a Service, was auch immer Sie dort mieten und nutzen. Es wandert woanders hin und es wird schwierig, diese Dinge eben abzudecken. Ja, 56% lagen in die Daten der Cloud oder auch die Benutzer und das Benutzerverhalten abzusichern, genauso wie die Geräte, das ist schlichtweg schwierig. Und wie gesagt, da muss man eben sehen, wie kriegt man das Ganze vernünftig abgedeckt, um da eben nicht in die Gefahr zu laufen. Gut. Was sind denn die Dinge, die uns natürlich irgendwo da bewegen? Ja, und ich sag mal, hier stehen jetzt Herausforderungen drauf, die Sie kennen, Crypto-Mining. Ich meine, ist Crypto-Mining jetzt schadhaft? Auf der einen Seite ja, weil es meine Ressourcen verbraucht, aber schlimmer sind natürlich Dinge wie Ransomware, die meinen Rechner verschlüsseln, die meine Daten unbrauchbar machen und so weiter. Phishing ist natürlich unangenehm, hat auch den Effekt, dass dort eben Dinge passieren oder Datendiebstahl generell natürlich. Und angesichts dieser
diese Herausforderungen, die wir dort haben, diese Dinge, müssen wir uns natürlich überlegen, wie kriegen wir die Absicherung hin? Wir brauchen die Transparenz, was wird überhaupt genutzt? Wir müssen eben sehen, was wird ans Internet geschickt, welche Applikationen werden genutzt und all diese Dinge müssen wir eben feststellen, dass wir da heute relativ blind sind. Wir haben oftmals einen guten Schutz, aber die Sichtbarkeit, was dort eben so passiert, da tun wir uns eben schwer mit. Und da wollen wir Ihnen gerne helfen, dass Sie da zukünftig eben besser unterwegs sind. Und wie machen wir das? Gut, wir haben es schon im Produkt vorne auf der ersten Seite des Slide gehabt. Wir reden hier heute über zwei Produkte, die eben sehr stark zusammenarbeiten, die mit uns miteinander harmonieren. Das ist auf der einen Seite, und deswegen ist es, ich sag mal, genannt Schutz für Geräte, weil die Visualisierung auch nach Geräten geht. Das ist das M for Endpoint, also das Advanced Malware Protection. Da werden wir noch ein bisschen mehr zugleich hören, was das ist, wie das sich verhält und wo es sich durchzieht durch die Sicherheitslösungen innerhalb der Cisco. Auf der anderen Seite rechts sehen wir Schutz für Benutzer, sicheres Internet Gateway, in den vergangenen Seminaren von mir vielleicht gehört, das Secure Internet Gateway, also sprich Umbrella. Und da wollen wir uns einfach so ein bisschen mit heute auseinandersetzen. Wie kann uns das helfen, dass das Ihnen eben eine Endpunktsicherheit gibt in der nächsten, also ich sage mal, das ist so Next Generation, ja, das ist zwar abgegriffenes Wort durch andere Dinge, aber im Grunde genommen stellt es das genau dar. Und wir müssen eben sehen, dass Zugriffe von Benutzern auf schädliche Inhalte verhindert werden. Wie wir das tun, sehen wir dann jetzt gleich, wenn wir in die Produkte ein bisschen reingucken, dass eben 95% auf der DNS-Ebene abgefedert werden können und dass wir natürlich mit unserem Secure Internet Gateway eine Lösung haben, die Ihnen den Internetzugriff in Minutenschnelle natürlich sehr einfach und sehr sicher macht und dass man das eben machen kann. Von daher schauen wir uns das jetzt ganz mal an. Wie spielt das zusammen? Und der erste wichtige Punkt ist natürlich, was wir von jedem Produkt irgendwo erwarten, ist natürlich das Vorbeugen, die Prävention. Ich sage mal, das ist das, was wir die letzten Jahre sehr stark natürlich immer versucht haben. Prävention, 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 verhindern, 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 verhindern. Bis wir irgendwann mal an den Punkt gekommen sind, dass wir gemerkt haben, hoppala, also das Vorbeugen alleine hilft ja nicht. Das ist gut, das ist auch wichtig und das müssen wir auch tun. Aber es gibt eben Dinge, da geht es eben nicht nur noch um das Vorbeugen, da sehen wir dann gleich, was danach passieren muss. Und so können wir damit eben arbeiten. Und ja, Umbrella blockiert natürlich diese Anfragen. Das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, wie das funktioniert auf dem DNS-Layer. Das Schöne ist, bevor überhaupt so eine Verbindung hergestellt wird. Ja, das ist also natürlich schon super von der Vorbeugung her. Und wenn wir uns dann angucken, das zweite Produkt, über das wir heute reden, End-to-End-Punkte, auch das macht genau diese Dinge, überwacht diese Dateien, überwacht den Arbeitsspeicher, das ganze Verhalten, kann diese Dinge in eine Sandbox werfen, also auch dort vorbeugen, um eben entsprechend sicher zu sein, dass diese Verwundbarkeiten oder die Dinge, die dort ausgenutzt werden sollen, nicht zu irgendeinem Erfolg führen. Schauen wir uns jetzt ein bisschen tiefer Umbrella an. Umbrella, was ist das überhaupt? Woraus besteht das? Und ich sag mal, Umbrella ist das Secure Internet Gateway, wie schon erwähnt, Next Generation. Warum? Weil wir hier Sicherheitsfunktionen zusammengefügt haben, wie den DNS-Sicherheit, das Secure Web Gateway, Cloud-basierte Firewall, CASPI und natürlich entsprechend die Threat Intelligence, den Zugang dorthin, um diese Daten miteinander zu verknüpfen, um Informationen zu bekommen. Und deswegen sage ich immer, das ist Next Generation. Warum? Weil diese Dinge gibt es alle heute auch schon. Sie haben heute eine Firewall, sie haben heute ein Gateway, ein Proxy, vielleicht noch kein DNS-Layer-Sicherheit. Dann wäre es wünschenswert, wenn Sie mit uns ansprechen und wir mit Ihnen einen sogenannten Proof of Value machen können, um Ihnen den Mehrwert auch direkt dann an diesen Dingen aufzuzeigen. Sie haben vielleicht auch ein CASPI im Einsatz, aber heute, wie gesagt, alle unabhängig voneinander und nicht miteinander kombiniert. Und hier haben Sie die Möglichkeit, eben diese Dinge alle unter einem Management, unter einer korrelierten Umgebung eben entsprechend laufen zu lassen. Das ist, sag ich mal, auch wenn Next Generation abgegriffen ist, ist es Next Generation. Das ist natürlich dieser Funktionsumfang mit einer Plattform. Das Schöne ist, es ist Cloud-based, spart Ihnen natürlich sehr viel Zeit, Kosten, ja, weil Sie eben nicht mehr erst eine Hardware bestellen müssen, ein Betriebssystem draufpacken müssen und, sondern einfach nur noch ein Login bekommen und dann entsprechend nur noch konfigurieren müssen, ihre Policy anlegen können und das Ganze geht dann los. Und somit ist es eben sehr schnell, sehr einfach. Und wenn Sie mit dem ersten Sicherheitsschutz, mit dem DNS-Layer das Ganze machen, dann haben Sie so etwas teilweise in weniger als 30 Minuten tatsächlich am
ablaufen. Und also ich kenne bisher kein Sicherheitsprodukt, was in dieser Kürze, in dieser Geschwindigkeit, in dieser kurzen Zeit eben installierbar und nutzbar ist. Würde mich freuen, wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auf unsere Partner zu, die da auch ausgebildet drin sind, die Ihnen da helfen können. Und damit beginnt eigentlich alles mit diesem DNS-Layer. Da kommt im Übrigen Umbrella auch her, nur nochmal zur Vervollständigung. Umbrella, ehemals OpenDNS, der ein oder andere kennt es von Ihnen, gibt es auch heute noch vom Namen her und ist im Privatanwendungsmarkt kostenfrei für Nutzer zu nutzen. Natürlich nicht so granular, wie Sie es hier von uns jetzt kennen und ich Ihnen das auch zeige, sondern natürlich entsprechend abgespeckt und nur auf Sicherheitsfunktionalität begrenzt. Gut, schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen tiefer die DNS-Layer-Sicherheit an. Was tun wir denn da? Und wir nennen dies die erste Verteidigungslinie, weil, warum? Muss man ganz klar so sehen, mit DNS beginnt der Internetzugriff. Das heißt, immer wenn Sie irgendwo ins Internet zugreifen wollen, ob eine Applikation, ob irgendetwas mit dem Internet kommunizieren möchte, braucht es eine IP-Adresse und um diese IP-Adresse zu bekommen, gibt es das Domain Name System. Das heißt, ich muss eine Auflösung machen zwischen meinem Namen, dem Ziel, was ich erreichen möchte, und natürlich der IP-Adresse, weil die Kommunikation, das wissen Sie, findet von IP zu IP statt, anders geht es nicht. Und von daher muss ich diese IP-Adresse haben. Ist also das Telefonbuch des Internets, ähnlich wie Sie zum Telefonieren eine Telefonnummer brauchen und in ein Telefonbuch nach Namen suchen können, um dort die Telefonnummer zu bekommen. Oder auch in Ihrem Smartphone haben Sie Ihre Daten abgespeichert, dort suchen Sie auch nach einem Namen und nicht nach der Rufnummer, die Sie aber brauchen zum Telefonieren. Genauso funktioniert dort das Ganze. Das heißt, hier wird eben diese Anfrage eben entsprechend an nicht mehr an den Provider gerichtet, weil sie nutzen heute DNS schon, weil ohne dem ginge das gar nicht, sondern die schicken diese Daten Stand heute eben dann zu Umbrella. Und wir würden eben dann eben entsprechend hingehen und diese Anfrage bewerten. Bewerten im Sinne von, wo geht die Reise denn hin? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man diese Reise dann eben stoppen kann. Das eine ist aus Sicherheitsgründen. Das heißt also, wir haben dort eben die Möglichkeit zu schauen, ist diese Anfrage, die Sie dort stellen, zu einer Seite, ist das unsicher? Ist das vielleicht bedroht durch Malware, durch Phishing oder durch Command and Control? Das heißt, ist es ein Callback? Ist mein Rechner vielleicht schon infiziert und möchte nach Hause telefonieren, um sich Schadsoftware nachzuladen oder Daten zu exfiltrieren oder was auch immer und diese Dinge. Und um das eben abzuwehren, wird eben diese Anfrage, wie gesagt, nicht mehr zu Ihrem Provider oder zu Ihrem DNS-Resolver, den Sie heute benutzen, geschickt, sondern zu Umbrella. Umbrella prüft das Ganze. Und wenn wir den linken Pfad dort nehmen, die sichere Anfrage, den grünen Weg, dann gibt es eben eine Antwort, die IP-Adresse und in dem Moment geht die Verbindung los. Das heißt, alles läuft seinen Weg. Sollte, wieder erwarten, diese Domäne eben nicht sicher sein, dann würden wir natürlich entsprechend Ihnen nicht diese IP-Adresse ausliefern, sondern dort käme dann eine IP-Adresse zum Tragen, die dann auf dem Browser eine Blockpage darstellt, wo dann eben draufsteht, hey, sorry, aber da darfst du nicht hin. Diese Seite ist frei gestaltbar, können Sie machen, wie Sie wollen und von daher kann da dann das stehen, was Sie gerne hätten. Zweiter Fall ist, Sie könnten natürlich auch als Unternehmen, weil Sie Fürsorgepflicht nachkommen müssen für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Jugendlichen, die in der Ausbildung sich befinden oder, wo Sie eben bestimmte Seiten sperren, dann könnten Sie eben auch dort eben das Ganze machen, was dann eben nicht aus Sicherheitsgründen, sondern aus Regulierungsgründen dann entsprechend geschieht. Kein Problem, können wir eben entsprechend machen und wir können das Ganze stoppen. Es gibt natürlich wie immer ein Leben, nicht nur grün und rot oder schwarz oder weiß, sondern es gibt natürlich auch einen Zwischenfall. Und in dem Fall haben wir hier an dieser Stelle auch die Möglichkeit, für diese, ich sag mal, sogenannten risky Domains, also diese riskanten Domänen, wo wir nicht genau wissen, die eigentlich gut waren, aber jetzt mal ein bisschen so schlecht dastehen, die könnt ihr dann über einen sogenannten Intelligent Proxy schicken. Das heißt, wir würden dort eine Proxy-IP-Adresse ausliefern und da würde das erstmal Datenverkehr tatsächlich über Umbrella gesteuert. Ansonsten geht der Datentraffic, wenn er denn auf dem grünen Pfad ist, direkt zu Ihnen geleitet und würde direkt bei Ihnen sein. Auf der mittleren Spur, wie gesagt, hätten wir dann einen Proxy drin, den wir steuern aufgrund des Sicherheitsverhaltens, was wir von dieser Domäne kennen und würden dort eben dann eben entsprechend diese Dinge versuchen und dann eben entsprechend auch wieder zulassen oder nicht zulassen. Um das einfach mal zu erläutern, wie das Ganze so aussieht, habe ich Ihnen hier jetzt mal ein Beispiel aus meinem Leben mitgebracht. Das ist eine E-Mail, die ich bekommen habe. Wenn man sie sich anschaut, dann ist sie perfekt gemacht. Sie soll von Amazon kommen. Im ersten Moment denkt man, wow, super duper, alles super gut.
Und warum kriege ich so ein E-Mail? Und so ein E-Mail hat ja eine Intention. Also was will die erreichen? Die will natürlich erreichen, dass ich neugierig bin und sage, ha, was habe ich denn bestellt? Ja, und soll dann also auf meine Bestelldetails klicken. Das habe ich vorher erstmal geprüft. Wo kommt denn das Ding her? Gut, hier fällt schon mal auf, der Absender, der vorgibt zu sein, ist er nicht. Gut, macht nicht jeder so, drüber zu fahren, zu gucken, ob es passt. Und dann habe ich mir die Mühe mal gemacht zu sehen, hoppala, wo würde ich denn hingelenkt, wenn ich dort jetzt entsprechend draufklicken würde? Und wir haben wieder dieses Problem, ne? Sie ändern sich 70% vorneweg, dass wir ja 8 Probleme haben, ne? In Anführungszeichen, bis verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber Problem zwischen Stuhl und Tastatur, der jetzt da eben einfach draufklicken würde, weil er sagt, hey, was habe ich denn da bestellt? Erste Reaktion, völlig normal, würde ich auch tun. Ich bin drüber gefahren, habe mal geguckt, wo würde mich diese Seite hinlenken und habe natürlich dann Cisco Umbrella benutzt, um mal zu sehen, wo geht es denn die Reise hin. Und was man hier jetzt sieht, ist sehr schnell, sehr eindeutig, ein roter Kasten. Roter Kasten hier in der Darstellung von Umbrella, das ist die Oberfläche, die gucken wir uns nachher, wenn noch ein bisschen Zeit da ist, auch noch genauer an, was wir da alles so machen können. Dann roter Kasten bedeutet immer, das Ding ist erstmal auf der Blockliste von Umbrella. Und es steht auch gleich direkt drunter, warum. Ja, wenn Sie hier gucken, Trojaner. Ja, und also ich glaube, das will auch keiner wirklich haben. Von daher völlig in Ordnung. Das Schöne wäre jetzt, und das ist etwas, wo wir eben sagen, wir müssen dem Mitarbeiter, die Möglichkeit geben, ruhig da drauf zu klicken, ohne. Wir wollen natürlich schon, dass er noch drüber nachdenkt, was er dort tut, also nicht einfach blind diese Dinge tut, aber sollte es trotzdem passieren, kein Problem. In dem Falle wäre nichts passiert, hätte man draufklicken können. Was ist noch interessant hier? Warum habe ich hier so Kästen drauf, einen roten und einen blauen? Der blaue sagt, ich habe am 21. Januar die Mail gekriegt. Um Ihnen mal zu verdeutlichen, die Threat Intelligence, die dahinter steht, die man braucht, die alle Produkte innerhalb von Cisco versorgt, mit Talos, das sehen wir dann nachher noch, was Talos ist, die hat hier gegriffen und ich habe diese Mail im Januar bekommen, am 21. Und wir sehen diesen DNS-Request auf diese Domäne sehr frühzeitig, nämlich schon Ende Dezember. Ja. Muss man wissen, so ein Angreifer, der muss natürlich, wenn er irgendwas will, seine Infrastruktur auch aufbauen. Das macht sich nicht von alleine. Er muss testen, er muss genauso Testphasen durchlaufen, ob alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und schickt dafür natürlich auch schon mal Mails raus. Und ja, wenn dann auch noch Leute darunter sind, die Kunden bei uns sind und die uns diesen DNS-Request schicken, dann sind wir sehr frühzeitig dabei, diese Dinge zu analysieren, zu untersuchen und zu sehen, was passiert denn da. Und das haben wir also hier schon Ende Dezember gesehen. Wir haben mit Talos, das sehen wir später noch ein bisschen mehr, was ist Talos, wie ist diese Integration, dort sehr viel, das ist die größte nicht staatliche Threat-Analyse-Organisation innerhalb von, also Ciscos eigene, mit über 300 Mitarbeitern, die nichts anderes machen, als diese Dinge zu analysieren und festzustellen, was ist da los. Und bei dieser Domäne hat man eben sehr frühzeitig festgestellt, oh, die ist böse und hat die eben auf die Blockliste gesetzt. Und das Schöne ist, hier sieht man mal, wie so etwas funktioniert. Hier haben sie noch ein bisschen gearbeitet, noch ein bisschen. Und hier ist die erste Welle tatsächlich rausgegangen, wo man sagt, jetzt bin ich in der Seelenreife, jetzt schicke ich mal meine Attacke, meine Möglichkeit los, um hier Leute zu finden, die da draufklicken. Ist also am 15. Januar gewesen. Danach ebbt das wieder ein bisschen ab. Warum? Weil hier werden natürlich, es geht ja um Phishing meiner Identität. Ich sollte mich auf diese Seite wohlfühlen, sollte mich einloggen und glauben, ich wäre bei Amazon, was dann aber nicht so gewesen wäre. Und dann hätten die meine Zugangsdaten. Und diese müssen sie dann verarbeiten relativ schnell. Und deswegen ist hier so ein bisschen Luft dazwischen. Zwei Tage später geht die Reihe wieder los und zwei Tage später wieder. So, dass man also hier sehen kann, in ungefähr gleichmäßigen Abständen. Wir nennen dieses Verfahren, was wir hier sehen, vom DNS Spike Ranking, sodass wir eben aufgrund des Zugriffes von DNS Dinge erkennen können, sehen können, wie so eine Domäne genutzt wird, was sie für etwas sehen wir aber später noch ein bisschen mehr, wenn wir kurz über diese Verfahren reden. Wichtig ist einfach nur, es ist sehr frühzeitig erkannt worden, sehr frühzeitig geblockt worden. Es wird immer noch genutzt, dass wir uns diese Seite hier zeigen und es geht frisch, raumfröhlich weiter. Wichtig ist, von diesen Dingen sieht Talos in ja jede Menge. Das heißt, hier haben wir eine Verwundbarkeit gesehen und gestoppt, bevor sie überhaupt genutzt werden konnte. Okay, das soll es einfach erstmal zum Thema DNS-Security sein. Wie funktioniert das Ganze? Schauen wir uns an, wir hatten ja gesehen, dass Umbrella mehrere Möglichkeiten bietet. Wir hatten den Intelligent Proxy angesprochen. Ein weiterer Baustein für die Prävention, für den Schutz ist natürlich
Daten, wie Sie es kennen, über einen Proxy zu schicken. Und ich glaube, da brauche ich Ihnen nicht viel zu erzählen. Wir können dort eben die Applikationen erkennen und kontrollieren. Wir können Dateien prüfen und blockieren. Wir können die Inhaltskontrolle machen, wie Sie das eben kennen, was ist drin. Ist auch das drin, was drin sein soll. Und wir können es natürlich sehr gut entsprechend blockieren. Das Ganze kann man natürlich auch auf HTTPS, also auf verschlüsselte Daten machen. Das heißt, wir können uns dazwischen hängeln mit all diesen Dingen, die man dafür dann natürlich braucht, mit der Akzeptierung von einem Zertifikat, um diese Verbindung, die ja verschlüsselt ist, eben zustande kommen zu lassen. Das sind aber alles Dinge, wer sich mit dem Proxy schon mal auseinandergesetzt hat, der kennt es, das sind notwendige Dinge. Eins sei nur erwähnt, man überlegte mit TLS 1.3, da gab es Initiativen zu überlegen, ob man diese sogenannte Man-in-the-Middle-Attack, die wir benutzen. Wir können ja gar kein SSL aufbrechen, also zumindest wir hier nicht, sondern wir nutzen ja eine Schwäche des Protokolls oder etwas, was vorgesehen ist. Und das wollte man abschaffen. Wenn das passiert, dann kann es natürlich sein, dass man sich über die Proxy-Geschichte neu nachdenken muss und sagen muss, brauche ich die in Zukunft überhaupt noch? Hilft die mir überhaupt noch, wenn ich da in den Datenstrom gar nicht reingucken kann? Gut, was bieten wir Ihnen dann noch? Wir haben es gesehen, es gibt die Firewall. Auch die ist Prävention. Ja, ich erlaube eben nur Verbindungen, wohin ich eben zulassen möchte. Das ist eben ganz wichtig, dass ich dort eben diese Dinge sehe, dass ich Verbindungen, die ich nicht haben möchte, entsprechend unterdrücke. Und das geht natürlich relativ einfach und relativ simpel zu machen und hilft Ihnen natürlich, das Ganze zu tun. Das Ganze bedingt natürlich, wenn Sie solche Daten zu uns schicken, das Ganze muss in einen Tunnel gepackt werden, damit der Datenstrom zu uns gelenkt wird. Der DNS-Request vorneweg war eine Umlenkung nur vom DNS. Das ist wesentlich einfacher, wesentlich schneller gemacht. Hier müssen wir eben einen entsprechenden Tunnel aufbauen, um die Daten eben in den entsprechenden Tunnel zu packen, was wir für den Proxy ja auch brauchten, damit eben diese Daten eben entsprechend dort zu uns geleitet werden, sodass sich das Ganze dann eben dort analysieren lässt. Hier sieht man jetzt mal die komplette Umsetzung für den Schutz von Umbrella, was Umbrella eben dort tut, in der gesamten Reihenfolge. Das heißt, alles beginnt mit dem DNS. Das ist der erste Schritt. Das ist auch in unseren Augen ein Schritt, den man zu seiner bestehenden Umgebung problemlos machen kann, ohne dass Sie Integrationsprobleme haben. Sie können all diese Dinge, die Sie heute nutzen, weiter nutzen. Sie haben dort Bestandsschutz, dass Sie sagen, hey, ich habe hier Geld investiert, ich möchte meinen Investitionsschutz aufrechterhalten, müssen also nicht gleich irgendwo alles wegschmeißen, dass wir kommen und sagen, jetzt musst du aber hier unseren Proxy und unsere Firewall nutzen und. Nein, Sie können eben hier sehr einfach mit dem DNS-Layer anfangen als Add-on, weil er eben Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit gibt als First Line of Defense und die Last Line, das ist unser Endpoint, weil es auf Client läuft und Sie können damit eben eine sehr hohe zusätzliche Sicherheit erzielen. Das könnten Sie gerne einfach mal testen, kommen Sie auf uns zu, geht sehr schnell, sehr einfach und es gibt Ihnen letztendlich, und das werden wir dann gleich sehen, wenn es darum geht, dass wir die Visibilität bekommen, das Erkennen, dass wir dort eben Ihnen die Möglichkeit bieten, ein Security Assessment zu machen, also eine Sicherheitsanalyse, was geht bei mir, welche Applikationen werden benutzt und so weiter, schauen wir uns eben gleich entsprechend dann noch an. Das ist die Seite von Umbrella, was wir natürlich auf dem Endpoint und deswegen Umbrella als First Line of Defense und der Endpoint mit M4 Endpoints als Last Line of Defense hat natürlich auch auf dem Client einen kleinen Agent laufen, der natürlich viele Dinge tut und natürlich diese Dinge helfen uns natürlich eben den Schutz aufrechtzuerhalten. Neben den Internetverbindungen haben wir noch andere. Deswegen kann man nicht sagen, reicht jetzt hier Umbrella, reicht das, ist das der Schutz? Nein, das kann natürlich nicht sein, sondern wir haben viele andere Wege, wo natürlich Verwundbarkeiten, wo die ausgenutzt werden können, wo sie sich eben Malware, Ransomware oder sonst wo herholen. Nehmen wir ein Stick, nehmen wir das eigene kleine Netzwerk, nehmen wir Partnernetze oder, die vielleicht unter Umständen gar nicht mit dem Internet gekoppelt sind und darüber kann man eben diese Dinge auch holen. Ja, und auf dem Endpoint laufen natürlich die verschiedensten Funktionalitäten und die Schutzmechanismen, die mir eben helfen, dass ich eben auch dort einen Schutz umsetzen kann. Ja, mit den verschiedensten Dingen wie Signature oder Fingerprinting, was kommt denn da um die Ecke? Da ist natürlich Machine Learning dabei, wie man das eben jetzt kennt und auch braucht, um eben die entsprechenden Schutzmechanismen hochzufahren. Dazu gehört natürlich auch zu festzustellen, hey, da möchte jemand gerade auf meiner Festplatte die Daten verschlüsseln. Ja? Das ist etwas, was der normale Virenscanner heute bei Ihnen nicht erkennt. Ja? Ein Virenscanner hat einen Vergleich in der Regel, Vergleich Pattern, kommen die in einer Datei vor, oh, wenn ich das finde, dann ist es eben schadhaft. Was wir hier sehen ist, dass wir hier eine Überwachung des Systems tatsächlich tun, welche
Entschuldigung, welche Prozesse laufen dort, was wollen diese Prozesse und eben dort eben entsprechend sehr frühzeitig eingreifen können und sagen können, wieso, und wenn dieses jetzt kein Verschlüsselungsprogramm ist von Microsoft, die die Platte verschlüsseln soll, dann muss ich hier eben eingreifen und muss eben schützen, dass das nicht geht natürlich dazu weiter über, es gibt mittlerweile Verwundbarkeiten, die noch nicht mal mehr auf die Platte zugreifen oder sich dort hinlegen, sondern nur im Memory sind. Also muss man eben auch dort entsprechend den Memory mit überwachen, damit man auch dort eben den entsprechenden Schutz hat und das Ganze damit eben abgesichert ist und nicht zu Problemen führen kann. Das ist das Thema, ja, ich sag mal Prevention, ja, wo wir eben den Schutz bieten können, wo wir eben sagen, das ist Schutz, wie wir in den vergangenen Jahren immer vorgegangen sind, das wollen wir immer haben, aber wir wissen, der Schutz alleine reicht nicht. Wir müssen erkennen, wenn Dinge passieren. Ein Teil haben wir eben gesehen, wie wir es schon erkennen können, aber das habe ich eben in dem Beispiel mit der Mail gezeigt, wir erkennen eben, wo Angriffe stattfinden und bevor sie stattfinden können, können wir eben dort das Ganze eben entsprechend blockieren. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist eben diese Geschichte, die ich Ihnen da mit der Mail zeigen wollte. Sehr, sehr schön sehen wir natürlich auch noch Dinge wie unser Command- und Control-Zugriffe, wie Sie die unterdrücken können. Das Schöne ist, dass jedes Gerät, was irgendwo mit dem Internet spricht, ob es ein IoT-Device ist oder, damit geschützt werden kann, ohne dass sie eingreifen muss, ohne dass sie einen Klienten installieren muss oder sonst etwas, sondern dadurch, dass ich einfach nur den DNS-Request nehme und auch die brauchen, diese Verbindung für den Call Home, können wir da eben entsprechend abgreifen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch der Endpoint, natürlich M, das Ganze macht und sieht das Ganze aus, dass wir da eben genau diese Dinge eben so machen können. Der Endpoint schützt und isoliert eben, wie ich gerade schon besprochen, auch Crypto-Mining, ja, dass da eben versucht wird, Rechnerressourcen zu nutzen. Das erkennt dieser Client, der würde eben sagen, hoppala, warum werden hier solche Dinge gemacht? Und Umbrella erkennt eben entsprechend auch dieses Crypto-Mining, weil der Zugriff dorthin funktioniert. Es muss ja eine, ich sage mal, das ist ja eine Client-Server-Kommunikation mehr oder weniger. Ja? Und die erkennen wir natürlich, weil auch dort der Zugriff entsprechend gemacht wird. So. Was sehen wir dort noch viel mehr? Und da kommt diese CASB-Funktionalität, die ich vorhin in der Prävention weggelassen habe, hier mit rein, weil das ist ein bisschen auch auf der einen Seite natürlich Prävention, weil ich natürlich auch Apps blockieren kann, die ich nicht haben möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es mir hier eben auch die Visibilität, was wird denn überhaupt genutzt. Ja? Und das wird sehr häufig eben als Shadow-IT oder Schatten-IT bezeichnet, weil Dinge einfach im Hintergrund genutzt werden, neben den Dingen, die wir zur Verfügung stellen, wo aber der Mitarbeiter der Meinung ist, oder die Software, die wir da bekommen haben, die ist nicht komfortabel, die funktioniert nicht oder, entspricht nicht meinen Bedürfnissen. Und schon findet er adäquate Ersatzprodukte im Internet und nutzt diese und Daten fließen dort hin und her und sie verlieren die Hoheit darüber, wer überhaupt dann noch welche Daten wohin schickt. Und das Schöne ist, wenn man sich das jetzt eben hier entsprechend anschaut, dass man hier eben jetzt erkennen kann und die Kategorien, und ich wundere mich immer, wenn ich dann in Unternehmen bin, die den Proof of Value machen und so ein App Discovery da mal eingesetzt haben und auf einmal sehen, wenn man fragt, was glauben Sie denn, wie viele Apps so eingesetzt werden, dann kommen so Antworten 50, 100, ja, und man sieht dann auf einmal mal ganz schnell, wie man da oben auch sieht, so 2500, wo man sich dann wundert und denkt, hoppala, also ist doch ein bisschen mehr. Und die Kategorien sind ganz lustig. Ich frage mich dann natürlich, wenn ich so etwas sehe wie hier, welcher Mitarbeiter eines Unternehmens braucht einen anderen Mitarbeiter. Ja? Also muss man drüber nachdenken. Und wahrscheinlich darauf dann auch mal reagieren, sie überlegen, warum könnte mein Mitarbeiter dies jetzt dementsprechend haben wollen. Wie sieht das Ganze aus? Was unterstützt dort eben noch? Und da habe ich einen Teil schon eben angesprochen gehabt, dieses Modell Spike Ranking, ja, eben, was ich gesagt habe, das ist eben etwas, wo eine böse Domäne, eine komische Struktur im DNS-Zugriff auch hinterlässt, also erkennbar wird. Und das sind diese unten, diese automatische Erkennung von Malware, die wir da eben entsprechend machen. Wir sehen am Tag ungefähr 175 bis 180 Milliarden DNS-Requests bei über 90 Millionen Usern von ganz vielen Unternehmenskunden natürlich aus über 160 Ländern, haben da natürlich dadurch einen großen, guten Einblick und können da eben die verschiedensten Modelle zur Anwendung bringen, um ihnen das Ganze dann nahezubringen. Wir sehen täglich 7 Millionen neuer
Domänen, die verarbeitet werden müssen, teils automatisiert, teils eben durch die Kollegen tatsächlich manuell, die sich das anschauen, um dort eben entsprechend zu erkennen, zu klassifizieren, wie wir das eben in meinem Mail-Beispiel gesehen haben, damit wir da eben entsprechend das Ganze dann vorbereiten können. Das Ganze ist jetzt die Umbrella-Seite. Schauen wir uns jetzt die Seite wieder M4Endpoints an. Auch dort haben wir natürlich Detection-Tools, ja, also um eben rauszufinden über Indicator of Compromise-Files, die irgendwo sind, über die Hash-Werte und so weiter, dass man da eben sehr schnell, sehr einfach sehen kann, was ist da los, also und dort eben entsprechend hilft. Wir haben natürlich dort weitere Tools, wie zum Beispiel die Integration auf CTA. Das bedeutet, dass wir eben noch zusätzliche Verbindungen auslesen können aus ihrem Proxy-Log und so weiter, also dort in Verbindung bringen können, sodass man sehr einfach, sehr schnell nachverfolgen kann, wo geht der Weg lang, wo ist eine Datei gesehen worden, weil das Ganze ist ja ein Verbund und soll ja miteinander sprechen und nicht, wie Sie es bisher kennen von Ihren Lösungen, die Sie heute im Einsatz haben, alles so sinnlos zu sein, die für sich selber zwar tolle Dinge tun, aber eben nicht miteinander sprechen und so, dass wir da eben entsprechend das tun. Natürlich haben wir dann, und das ist durchgängig bei den Cisco-Produkten eigentlich API-Integration, das heißt, wir können über APIs eben entsprechend natürlich Verbindungen schaffen zu einem SIEM, um dort Daten hinzuliefern oder auszulesen etc. Das heißt also, das Ganze ist keine abgeschlossene Welt, sondern es ist eine sehr offene, standardisierte und automatisierte Welt, wo ich damit eben entsprechend weitergehen kann. Gut, und der nächste wichtige Punkt ist natürlich, dass neben dem Erkennen, dafür muss man sich dann das M mal anschauen. Ich kann Ihnen da auch nur zu raten, machen Sie dort einen Proof of Value, auch dort sehr einfach zu machen. Auch der Aufwand relativ gering, muss natürlich ein Client installiert werden, klar, gar keine Frage, der natürlich den Client überwacht, der dann eben diese Daten sammelt, die dort zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber all diese Tools bieten natürlich dann eben auch entsprechende Möglichkeiten zum Reagieren. Und das eine ist dann eben, zum Beispiel hatte ich Ihnen gezeigt, mit dem Investigate zu schauen. Bei Umbrella reagieren ja ansonsten die Dinge automatisiert, aber hier kann ich dann nochmal nachschauen, kann mir die Threat Intelligence zu IP-Adressen, zu Datei-Hashes und eben sehr einfach anschauen. Sie bekommen dort noch zusätzliche Informationen. Wir können uns das gleich auch gerne angucken. Ich glaube, wir haben da gleich noch ein bisschen Zeit, um mal kurz in die Oberfläche zu gucken, dass wir eben auch die Verbindung und die autonomen Systeme, wer hat das Ganze registriert, also das, was für jemanden wichtig ist, wenn er eine Threat-Analyse macht und reagiert, damit er weiß, was ist passiert, was muss ich tun und wie kann ich das wieder in einen Zustand bringen, dass ich es wieder unter Kontrolle habe. Und bei M, ganz klar, da kann ich natürlich eben entsprechend den Rechner in Quarantäne setzen, kann natürlich dort eben entsprechend dafür Kontrolle sorgen. Schauen wir uns ein Stück tiefer hier in der Folie das Ganze nochmal an. Das sind die Dinge, die ich Ihnen aber auch gerade schon erzählt habe. Wir haben einerseits die Konsolenabfrage, aber, und auch hier fällt wieder der Begriff API, wir haben die Möglichkeit, über die APIs eben Systeme miteinander zu koppeln, einen Austausch stattfinden zu lassen, sodass es eben nicht ein geschlossenes System ist, sondern dass wir dort eben offen und standardisiert eben entsprechend den Einblick geben können und auch ihren System zur Verfügung stellen, damit sie dort eben entsprechend auch einen Mehrwert haben, der eben da ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und ja, dieses Investigate ist eben die Konsolidierung von den verschiedensten Informationen. Schauen wir uns gleich einfach vielleicht mal an, damit man einfach mal sieht, wie mächtig und wie einfach, wo Sie heute vielleicht an vielen Stellen nachfragen müssen, wo Sie sehr einfach, sehr schnell diese Informationen bekommen, um das Ganze dann eben zu sehen. Gut, bei der Endpoint-Isolierung, klar, das ist natürlich dann, das ist das Klassische, was man eben entsprechend braucht, dass man da eben entsprechend dann natürlich vorgeht, wenn man so etwas feststellt, den Host zu isolieren vom Netzwerk, damit er nicht weiter entsprechend dort vielleicht, ja, ich sage mal, im schlechtesten Fall Ransomware versucht zu verteilen als Wurm oder und so weiter. Also um auch sicherzustellen, dass dort keine Daten natürlich entsprechend verloren gehen und dass man das eben sehr schnell, sehr automatisiert tun kann und danach nachgelagert natürlich dann auch die Möglichkeit bekommt zu sehen, hey hoppala, diese Datei, wo habe ich sie noch gesehen und so weiter, um das Ganze eben entsprechend zu machen. Und das ist eben das, was wir mit M for Everywhere bezeichnen. Wir haben jetzt das M for Endpoint, aber M for Endpoints ist natürlich nur ein Baustein aus unserer Advanced Malware Protection. Das heißt, wir haben natürlich diese
im Gesamtverbund unterwegs. Das heißt, wir bieten diese natürlich entsprechend an, um da entsprechend das Ganze für die verschiedenen Produkte zu machen. Das heißt, einmal gesehen, automatisiert auf alle Systeme dann entsprechend verteilt und es ist dann egal, ob es das Netzwerk ist oder ob es ein ISA ist, ob es die Firewall ist. Das heißt, wir können hier eben sehr schnell im Verbund reagieren, um dann eben sehr einfach, sehr schnell das Ganze zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ein hohes Schutzniveau zu erreichen. Und das ist eben etwas, was sehr, sehr schnell und sehr einfach geht. Testen Sie es gerne in dem Verbund, ob mit E-Mail zum Beispiel oder wie auch immer, würde mich freuen. Das Ganze können wir natürlich dann noch entsprechend ergänzen mit einem Tool, mit einem entsprechenden Abfragetool, um Ihnen das so einfach und so simpel wie möglich zu machen. Jetzt haben Sie gesehen, wir haben hier zwei Produkte gehabt. Die haben zwei unterschiedliche Oberflächenstand heute auch, weil sie auch unterschiedlich in der Regel von verschiedenen Abteilungen vielleicht gemanagt werden und so weiter. Aber man möchte da ja eben entsprechend schneller die Dinge zusammengeführt haben. Und dort haben wir ein Tool, das wir Ihnen kostenfrei mit zur Verfügung stellen, das Cisco Threat Response, was Ihnen als Plattform etwas die Erkennung und Automatisierung noch schneller für Sie erledigt. Das heißt also, Sie brauchen nicht mehr allein in Logs reingucken von Umbrella oder von Endpoints. Nein, Sie können CPR nutzen, um diese Auswertung für Sie zu machen. Und damit bekommen Sie dann eben natürlich die entsprechende Darstellung. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie einen Rechner in Quarantäne geschickt haben und festgestellt haben, wie hier auf diesem Bildchen zu sehen ist, das ist gekommen von der Domain. Umbrella muss eben die Information bekommen, dass diese Domain geschützt werden muss. Es ist eben auf dem Rechner gewesen, das File XY. Ich kann dann prüfen, gibt es dieses File vielleicht schlummernderweise noch auf anderen Rechnern, um es eben sehr schnell, sehr automatisiert eben entsprechend dann dort wegzulöschen, um diese Daten dann auszutauschen. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schnell, sehr einfach und es hilft Ihnen natürlich gerade diese Dinge. Ich habe mal Zahlen gehört und dass man im Schnitt bis so etwas erkannt wird, eine Verwundbarkeit, bis sie wirklich entdeckt ist, dass sie vielleicht auch schon genutzt wird, haben wir teilweise variiert zwischen 66 und 100 Tagen. Also man hört da unterschiedliche Zahlen, aber das ist natürlich erschreckend, ja, wenn ich also nach 66 Tagen erst feststelle, hoppala, ich habe hier irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Ich meine, beim Verschlüsselungstrojaner ist es wahrscheinlich sehr schnell, sehr offensichtlich, klar, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, um entsprechend Daten eben zu exfiltrieren und so auszuziehen. Wenn ich das nach 66 Tagen erst feststelle, dann kann ich davon ausgehen, dass natürlich irgendwo meine Daten überall hingeflossen sind, nur nicht dahin, wo ich sie gerne hätte und weil ich die Kontrolle verloren habe. Hier die Threat Intelligence nochmal im Zusammenhang dargestellt mit AMP und Talos. Talos ist, wie gesagt, kein Produkt, was Sie kaufen können, aber Talos steckt quasi, wie Sie hier sehen können, in jedem Produkt drin. Und für alle unsere drei großen Silos, hätte ich jetzt bald gesagt, nämlich dem Networking, dem Endpoint und der Cloud. Und die alle greifen ineinander, arbeiten miteinander. Und dort sehen Sie eben auch, dort ist die Next Generation Firewall, das IPS, Meraki, hängt damit dran und verarbeitet diese Dinge. Genauso wie natürlich der Endpoint oder eben für die Gateways, die natürlich auch mit Cloud und mit Umbrella dort dranhängen und Ihnen dann natürlich eine Möglichkeit geben, sehr schnell, sehr einfach diese Dinge zu machen. Von daher, das einfach mal so als Zusammenüberblick, dieser Verbund, der eben sehr wichtig ist, weil eben der Austausch da stattfinden muss, wo wir eben sagen, offen und miteinander und nicht separat, nebeneinander, jeder für sich, hilft im Endeffekt keinem mehr. Hier einfach mal ein paar Beispiele, was unsere Kunden so gesagt haben, die eben beides zur Verfügung haben und auch nutzen mittlerweile. Und das ist natürlich schön, wenn man dann im Nachhinein so etwas bekommt, dass man sagt, hey, hoppala, 70% unserer Belegschaft ist mobil und mit Umbrella und AMP haben sie jetzt endlich die Möglichkeit, auch direkte Internetverbindung zu nutzen. Und das Schöne ist natürlich, das wird immer wichtiger, ne, mit Applikationen, die Sie einführen. Und wenn Sie sich mit Office 365 auseinandersetzen und so weiter, dann ist das etwas, wo Sie das sehr schnell, sehr einfach brauchen, weil es dort in der Regel entweder Direktverbindungen am Flughafen, im Hotel oder sonst wo geben muss oder auch das Branch Office selber sagt, ich muss eigentlich nicht mehr über die Zentrale geleitet werden, sondern ich brauche eben, um keine Latenz zu haben, einen direkten Internet-Access. Und darüber kann ich das dann dementsprechend dann abbilden. Ja,
genauso hier sieht man einfach die Erkennung und die Wiederherstellung. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, zwischen 66 und 100 Tagen. Ja. Wenn ich das überhaupt erst entdecke, das Wiederherstellen, das kann dann auch nochmal ganz schön lange dauern. Wenn man dann eben solche Möglichkeiten hat, sehr schnell, sehr einfach das Ganze zu tun, dann ist das natürlich so, dass Sie das innerhalb von wenigen Minuten tun können, was Sie in der Vergangenheit eben, ja, wo Sie Tage für brauchten. Ja. Also das ist schon eine Menge Ersparnis, Zeitersparnis und meistens hat man auch die Ressourcen nicht. Also ich habe festgestellt, die wachsen nicht an Bäumen. Von daher muss man ganz klar so sehen, dass man diesen Weg gehen sollte, um das zu erkennen. Hier noch als Letztes, ich denke mal, das Beste ist natürlich immer, machen Sie selbst die Erfahrung. Ja? Testen Sie es, machen Sie einen Proof of Value, gehen Sie auf unsere Partner zu, kommen Sie auf uns zu, dass Sie sagen, ich möchte das gerne testen, ich möchte das gerne sehen, wie das miteinander funktioniert. Werden Sie relativ schnell feststellen, dass Malware eigentlich nicht mehr so ein großes Thema für Sie ist, also im Gegenteil, sondern eigentlich da aus Ihrem Leben raus ist. Gut, dann komme ich hier eben ans Ende von meinem Vortrag, würde jetzt entsprechend mal schauen, wie denn unsere Marie, wie denn unsere Frageliste aussieht. Oder ich würde wechseln, wenn auch einfach mal in die Oberfläche, um Ihnen mal ein bisschen Umbrella zu zeigen, wie einfach auch das Ganze ist. Marie, du bist jetzt gemutet. Hast du einen Überblick über die Fragen? Hast du mal reingeguckt? Im Moment gibt es keine Fragen. Oh, wow. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal... keine Fragen zu stellen, bis zum Ende. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal hier rübergehen zur Oberfläche. Ich hoffe, der Bildschirm hat gewechselt und Sie sehen jetzt Cisco Umbrella zum Beispiel mal. So sieht die Oberfläche aus, wenn Sie sich einloggen. Sie haben hier eben einen sehr einfachen Überblick. Sie sehen, was alles geblockt wurde in den letzten 24 Stunden, was an Malware, Command and Control, Crypto Mining. Sie können sich hier Trends anschauen. Also all das, was man eben auch erwartet von einem Tool zu reporten. Weil immer wenn ich Geld in die Hand nehme als Unternehmen oder als Abteilung, dann kommt natürlich irgendwann die Chefetage und sagt, jetzt sag mir doch mal, dass das Geld, was wir investiert haben, auch sinnvoll gemacht ist, zeig mir mal was. Und hier gibt es natürlich eben sehr schön diese Möglichkeiten, das Ganze entsprechend dann zu zeigen. Vom Aufbau her ist es relativ easy. Wir haben hier eben das Deployment. Wir haben dann, wenn wir eben das ausrollen wollen, danach eine Policy und danach ein Reporting. Also eigentlich drei Punkte, sehr einfach, sehr simpel. Und vom Deployment her hatte ich darüber gesprochen, es ist ganz einfach. Ich kann am einfachsten Falle einen Netzwerkknoten integrieren. Dann steht hier eben eine IP-Adresse. Das ist jetzt für den DNS sehr wichtig, zum Beispiel nur das Office. Und ich habe hier nur eine IP-Adresse einzutragen und könnte jetzt schon danach sofort anfangen, mit meiner Policy zu bauen im DNS-Bereich, für den DNS-Layer und könnte eben entsprechend hoch auf meine Policy, könnte eben sagen, wie sieht meine Policy dazu aus. Und so wie ich das vorhin beschrieben habe, ist es relativ easy. Wir haben zwei Blöcke bei diesem DNS. Schauen wir uns mal einfach die Default Policy an. Das ist wie ein Firewall-Regelwerk, wird abgearbeitet von oben nach unten. First Match trifft zu. Das heißt, ich muss meine Ausnahmen über meine Default Policy bauen, damit die Default Policy das Ganze haben ist. Hier sehen wir eben sehr einfach den Block, wo ich gesagt habe, wir haben die Security-Einstellungen. Hier kann ich eben beschreiben, was möchte ich auf jeden Fall blocken. Ja, also ich also sagen kann, Malware raus, ich kann Command und Control raus, Phishing raus, dynamisches DNS, DNS-Tunneling, Crypto-Mining und so weiter. Also hier sieht man, das sind die Security-Settings, wo ich eben sage, wo ich denke, dass eigentlich jedes Unternehmen diese nutzen sollte, versus wir natürlich die Möglichkeit haben, ihnen individuell natürlich auch dann die entsprechenden Content zur Verfügung zu stellen und zu sagen, auch hier können Sie dann natürlich blocken, wie Sie es brauchen. Wir helfen Ihnen da so ein bisschen, haben drei Punkte, High, Moderat oder Low, oder Sie können selber bestimmen. Interessant für uns in Deutschland ist natürlich gerade für die öffentliche Hand German Jobs Protection, diese Rubrik wird nicht von uns gepflegt, die wird tatsächlich vom Ministerium direkt gepflegt, beziehungsweise von der entsprechenden Behörde. Die sorgt dafür, dass eben die Einträge hier reinkommen und dort eben entsprechend umgesetzt werden. Ganz einfach wichtig für den deutschen Markt, auch hier gibt es eben diese Möglichkeit, das Ganze auszuwählen. Ja, dann haben Sie die ganz normalen Möglichkeiten in so einer Policy natürlich, für wen es gelten soll.
Ganz wichtig bei diesen Dingen ist natürlich, wenn wir für Sie eine Vorgabe machen und eine Zuordnung machen, dann kommt immer sofort die Frage danach, naja, was ist denn, wenn ich jetzt unbedingt auf eine Domäne zugreifen möchte und sie gesperrt ist, weil die falsch zugeordnet ist, ein sogenannter False Positive. Da sage ich nur relativ easy, ich haue sie hier in meine Allow-Liste, ja, die hier eben dargestellt. Es gibt eine Global Allow-Liste. Dort kann ich dann die URL entsprechend eintragen und sofort ist sie freigeschaltet. Das heißt, sie überschreibt das. Ich brauche nicht warten, bis Cisco das nachfragt. Fehler passieren immer, gar keine Frage, können wir uns auch nicht von freisprechen, aber hält sich eigentlich in Grenzen. Aber ich habe hier die Möglichkeit. Genauso, was ich natürlich mit dem Whitelisting tun kann, kann ich natürlich entsprechend auch mit der entsprechenden Blockliste machen. Das heißt also, ich kann natürlich auch Seiten von Haus aus einfach mal sperren, wo ich sage, das ist mir völlig egal, wie Cisco das Ganze sieht, ich möchte gerne, dass diese Seiten auf jeden Fall gesperrt werden und dann passiert das auch. Gut, dann hängt es davon ab, was Sie natürlich in dieser Policy noch machen wollen, ob Sie SSL untersuchen möchten, ja, nein, hängt jetzt natürlich davon ein bisschen ab, dass hier ist jetzt für den Intelligent Proxy gedacht. Auf der anderen Seite die Firewall- und Web-Policy-Regeln werden hier gebildet innerhalb des Menüs und ich habe hier unten natürlich dann das Ganze auch im Logging. Beim Loggen kann ich eben entweder alles oder, wie besprochen, gerade die Security-Events nur loggen. Ja, oder ich logge nichts. Gut, wenn ich nichts logge, dann habe ich natürlich auch nichts zu reporten. Ne? Also das ist natürlich so. Von daher muss man eben sich überlegen. Das Schöne ist, jetzt wollte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie so ein App-Discovery aussieht. Beim Reporting, ja, das ist also hier mit dann drunter, also nachdem wir gesagt haben, wir haben installiert, die IP-Adresse, wir haben die Policy gebaut, wäre das System schon in der Lage jetzt zu arbeiten, nachdem Sie Ihr DNS noch auf Umbrella zeigen lassen. Und dann könnten Sie eben sagen, jetzt zeigen wir mal, was bei mir hier los ist, ja, mit dem App Discovery. Und das ist eben etwas, wo wir einen sehr guten Einblick bekommen, was läuft in meinem Unternehmen, was benutzen die Menschen, ja, was benutzen meine Mitarbeiter. Und wie gesagt, hier finde ich dann immer, es ist eine coole Kategorie. Ich frage mich immer, wer die in einem Unternehmen braucht, wenn ich nicht gerade bei einer Organisation arbeite, die die Vernebelung braucht. Aber Peer-to-Peer zu verstehen, Games natürlich zu verstehen. Das Schöne ist, zu diesen Apps bekomme ich dann Informationen, was macht die, wie wird die eingestuft, ist es ein Risiko und so weiter. Gibt Ihnen also jede Menge Details. Und hier sieht man einfach mal, wie viele verschiedene es hier gibt. Und je nachdem, wenn ich dann das Ganze über den Pull-Proxy auch noch jage, dann sehe ich auch noch den Traffic, der hier rübergegangen ist, wenn es denn erlaubt war. Ja? Also wie viel ist reingegangen, wie viel ist rausgegangen und so weiter. Ich bekomme eben hier entsprechend sehr viele Möglichkeiten, das Ganze auszuwerten. Es ist also ein für Sie kostenfreies Security Assessment in dem Moment. Ich habe einen großen Kunden in Deutschland, der gesagt hat, Herr Bier, wenn wir Unternehmen kaufen, stülpen wir als erstes Umbrella drüber, um einen Überblick über die IT-Sicherheit bei denen zu bekommen, weil man darüber einen sehr hohen Aufschluss bekommt. Gibt es vielleicht schon Rechner, die versorgt sind? Gibt es Rechner, die Command und Control machen? Und. Das alles würden Sie eben sehr einfach, sehr schnell hier sehen. Das Ganze macht man hier im Activity Search. Hier kann ich eben sagen, gib mir doch mal bitte alle die Seiten, die geblockt wurden. Ja, und das wären jetzt natürlich alles, auch die, die Sie mit Kategorien blocken, wäre ein bisschen viel. Hier unten kann ich es dann eben entsprechend eingrenzen und kann dann eben sagen, ich möchte zum Beispiel nur die sehen, wo ich eben zum Beispiel Command und Control habe. Und weil das sind ja wichtige Dinge, da muss ich mir dann eventuell den Rechner grapschen und muss gucken, was ist auf dem Rechner drauf. Und hier sehe ich dann eben sehr, sehr schnell in Abhängigkeit, wie es implementiert ist, was es eben ist. Es gibt natürlich AMP und Umbrella natürlich auch für iOS. Das heißt, wir können damit auch die Endgeräte Apple iOS-Devices entsprechend absichern. Hier zwei Voraussetzungen, MDM gemanagt und im Supervised Mode, damit das Ganze funktioniert, nur am Rande. Der Vollständigkeit habe erwähnt. So, und hier sehe ich dann eben schon, wo ist der Zugriff hingegangen, welche Maschine war es denn unter Umständen, wo muss ich eben entsprechend eingreifen, damit ich eben entsprechend sehen kann, was da passiert ist. Das ist so sehr einfach, sehr schnell gemacht, wie ich das eben tun kann. Das Ganze geht natürlich dann auch in die Policies weiter für, wie gesagt, für die Firewall oder auch für den Webproxy, dass ich dort eben entsprechend Dinge installieren kann, was möchte ich gerne erlauben und so weiter. Auch hier immer gleich aufgebaut und so weiter. Wir gucken einfach mal exemplarisch in so eine rein und auch hier sieht man eben immer sehr einfach, sehr gleich aufgebaut, sodass hier eben
entsprechend natürlich geguckt wird, möchte ich SAML Authentication haben, will ich einen Packfile haben, wie will ich den Proxy ansprechen, etc. Also all das, was man üblicherweise für diesen Proxy eben braucht. Und auch hier findet man natürlich wie immer die entsprechenden Contents, wie wir sie gerade gesehen haben, und die Security-Dinge bis hin zur File-Analyse mit ThreatGrid. Das ist ja unsere Sandbox-Technologie, um eben Files zu analysieren und eben entsprechend dann das Ganze aufzuzeigen. Schauen wir uns jetzt noch Investigate an. Das ist das, womit ich Ihnen das in meinem E-Mail-Beispiel gezeigt habe, dass man mal sieht, welche Informationen bekommt man denn da über ein Unternehmen. Und ich gebe jetzt hier hoffentlich nichts Schlimmes ein und da passiert jetzt nichts Böses, wenn ich hier mal cisco.com eingebe und okay, ich mache da mal ein www raus, so. Dann sieht man jetzt hier eigentlich im Verhältnis, wie Sie es vorhin gesehen haben, ist es grün, das heißt, die Seite ist in Ordnung. Und Sie sehen hier ein ganz anderes Verhalten. Ja, das sind hier Tage vom DNS. Und das ist das Interessante. Das ist ein normales Verhalten. Von Montag bis Freitag reisen ganz viele Leute bei Cisco zu und am Wochenende ist Ruhe im Karton. Ja, das ist so ein normales Verhalten. Versus wir, diesem Spike-Ranking, Sie erinnern sich an meine Geschichte mit der E-Mail, die ich Ihnen gezeigt habe, wo dann diese Peaks kommen und dann zwei Tage nichts und wieder der Peak und so weiter. Also eine normale Domäne hinterlässt euch eine normale Struktur. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Ja. Da müssen Sie sich darüber überlegen, wenn Ihr Marketing eine Aktion plant und ich sag mal ganz viele Mailings raushaut mit Einladung zu einem gewissen Termin, wo dann natürlich auf einmal Ihre Domäne angefragt wird, dann können Sie natürlich auch Peaks bekommen. Das Schöne ist aber, Sie können es dann erklären, Sie wissen es, warum es ist, wenn es so ist. Ansonsten sollte da eigentlich, ich sage mal, eine gewisse Regelmäßigkeit so wie hier drin sein und das Ganze dann eben entsprechend aufzeigen. Was wir in der Regel dann auch noch tun, ist eben zu sagen, wo ist denn die Auflösung, wer hat sie registriert, von wann ist sie das letzte Mal, seit wann ist sie registriert worden, etc. Wer sind die Name-Server, wie wird das Ganze entsprechend weltweit genutzt, ja? Wo ist es gehostet, Wer greift von wo, wie viel Prozent zu? Ich meine, gut, bei Cisco.com, dass da 41% der Zugriffe aus den Vereinigten Staaten kommen, denke ich mal, erklärt sich von selbst. Aber immerhin, alle anderen Länder tauchen dann hier irgendwo auch auf. Deutschland immerhin, ähnlich wie Spanien, wie Frankreich und so weiter im kleineren Bereich. Das bekommt man sehr schnell, sehr einfach mitgeliefert. Hier überspringe ich jetzt im Moment mal, dass wir hier noch ein bisschen gucken, wir erkennen, welche Subdomains es gibt, welche Zusammenhänge es gibt, was wir in Verbindung mitbringen. Wenn, ich sage mal, Cisco gesucht wird, zum Beispiel über Google, ja, dann taucht das natürlich hier als Verbindung auf und so weiter. Also irgendwie wird das zusammengefügt. Das ist etwas, was Sie eben, ich sage mal, in der Analyse sehr einfach sehen können. Das, was wir hier natürlich jetzt zu Fuß machen, kann ich natürlich automatisiert dann über eine API machen. Das heißt, ich kann das an meinem SIEM-Tool, wo ich meine Sicherheitsvorfälle unter Umständen dokumentiere und auch analysiere, kann ich dann eben hier sehr gut koppeln und eben dann entsprechend Daten über die API entsprechend abgreifen. Das heißt, wenn ich also Daten zu so etwas haben möchte, dann kann ich mir das Ganze eben hier entsprechend angucken. Was wir hier Ihnen mit anbieten, weil wir uns da keinen, weil wir uns das nicht scheuen, irgendwo ein Vergleich, dass man eben sagen kann, ich kann hier oben auch entsprechende Hash-Werte reinpacken. Ich kopiere das jetzt einfach mal hier unten eine von einer Datei. Den nehme ich jetzt da oben mal rein. Dann sieht man, was wir zu diesem Hash-Wert wissen. Und ich kann natürlich hier sehr schnell gucken, was sagt VirusTotal dazu. Ja, ich hoffe, VirusTotal ist Ihnen ein Begriff. Ist eine Abfragemöglichkeit über ich glaube, 50 verschiedene Virenscanner, die alle diese Files dann irgendwo getestet haben und gucken, was man da erkennt. Das Schöne ist, hier sieht man eben sehr einfach, sehr schnell, was macht diese Datei und es ist ein ZIP-Archiv und es will eigentlich eine Shadow-Copy mit gelöscht und so weiter. Also was macht so eine Datei und was ist mit der los, damit ich eben im Falle eines Falles einschätzen kann, hat die vielleicht nach Hause gefunkt, hat die vielleicht irgendwas anderes getan. Diese Informationen sehe ich sehr schnell, sehr einfach hier und könnte sie auch vergleichen. Erkennen aktuelle Virenscanner vielleicht überhaupt schon dieses File oder würden sie es entsprechend durchlassen? Das ist so etwas, wo ich sage, sehr einfach, sehr schnell, was Ihnen hilft, um eben mit Umbrella und M4Endpoint Ihre Sicherheitsumgebung entsprechend zu erhöhen, das miteinander zu kombinieren und dort eben entsprechend zu machen. Ja, von meiner Seite aus würde ich an dieser Stelle, ich glaube, wir haben jetzt noch 4 Minuten, schließen. Fragen gibt es keine, habe ich verstanden, Marie. Dann
bedanke ich mich bei Ihnen, würde mich freuen, wenn Sie in den verbleibenden 4 Minuten vielleicht auch noch den Fragebogen entsprechend ausfüllen, dass wir Feedback bekommen. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Sprechen Sie uns an, kommen Sie zu uns, den einen oder anderen, ich weiß nicht, unsere Security University Veranstaltung kennen Sie, findet in München und in Frankfurt statt. Würde mich freuen, den einen oder anderen von Ihnen dort begrüßen zu können, wenn Sie dorthin gehen. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie es testen möchten, kommen Sie auf uns zu. Ich würde mich freuen. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, Thomas. Und dann sind wir auch hier am Ende. Ich würde mich, wie gesagt, wieder freuen wegen den Post-Event-Surveys. Also nicht von der komischen Seite distracten lassen, die sagt, dass man die Seite verlässt.